Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Thief Simulator. Wir werden heute unsere Einbrecherkarriere weiterführen und werden uns hier mal wieder als Dieb verdingen. Und ich habe ein bisschen weitergespielt, aber ich dachte mir, ich spiele noch nicht alles, weil das ist ja dann irgendwie auch witzlos. Ich habe aber ein paar Jobs reinbekommen und deswegen würde ich sagen, machen wir uns nochmal auf zur Hausnummer 101 und werden dort hinfahren und die Weingläser zerschlagen. Der örtliche Weinhändler hat nämlich angerufen und hat gesagt, ich habe kurz Auge auf Kontostand gemacht und da habe ich gesehen, oh, bei mir läuft nicht mehr so. Ich muss mal wieder ein paar Weingläser verkaufen. Und deswegen werden wir jetzt hier hingeschickt zu 101 und sollen einfach Weingläser zerschlagen. So, die 101, wir erinnern uns, ist das Haus, wo der Polizist wohnt. Da sollten wir ganz, ganz flugs wieder rausfahren. Und vor allen Dingen sollten wir da bei Nacht reinfahren oder reingehen. Und das machen wir auch. Wir schlafen eine Runde. Ja. Aber mal hier ein bisschen so. So, was hier ist gut. So. Zero. Und dann würde ich sagen, schlagen wir die Tür zu und machen jetzt die Weingläser kaputt. Ich denke, die Weingläser sollten wir als letztes kaputt machen. Oder wollen wir uns dann auch bedienen? Ich meine, ich bin ja jetzt schon mal hingefahren oder reingegangen in der Zwischenzeit und habe da schon mal ein bisschen was ausgeräumt. Also insofern, so viel zu holen dürfte da gar nicht mehr sein. Naja, wir gucken mal. Vielleicht ergibt sich ja was. Man weiß es ja nie. So. So, ja moin. Muss los. Jetzt aber rein da. Heute habe ich extrem gute Laune mitgebracht. Ich weiß gar nicht, woher sie kommt, aber ich habe sie auf jeden Fall. So. Ah. So, aha. Ein alter Profi mittlerweile. Achso, im Level sind wir natürlich auch weitergekommen. Das heißt, ein, zwei Aufträge noch und dann haben wir das neue Level und können endlich uns dieses Tablets da annehmen. So. Dann öffnen wir es mal langsam. Machen wieder zu. Suchen die Weingläser. Wo sind die Weingläser? Erstmal einstecken. Das hat sich spontan ergeben. Ich glaube, die sind oben, ne? Da. Leute, merkt euch eins, wenn ihr mal Einbrecher werden solltet, was ich nicht hoffe, aber vielleicht gerät hier mal jemand auf die schiefe Bahn. Wenn euch ein Toaster so anlächelt wie gerade, steckt ihn ein. Der will das so. Aha. Ja, moin. Das war's jetzt einfach. Ach komm, der hat mich jetzt auch gerade spontan angelacht. So, gehen wir wieder runter. Die gute alte Yamaha-Gitarre. Bin mir immer noch nicht sicher, welche Marke das wohl sein wird. So weit vom Original entfernt. Später können wir auch das Auto klauen, aber dazu brauchen wir, glaube ich, noch diese Erweiterung, beziehungsweise den entsprechenden Skillpunkt. So, ich glaube, jetzt langsam sollten wir abhauen, ne? Aber ein bisschen was wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Wäre schon ganz schick, wenn ich noch irgendwas mitnehmen könnte. Ist hier nicht noch irgendwas? Ja, komm. Inventar ist voll. Ja, gut. Dann würde ich sagen... Inventar voll, Inventar voll, Inventar voll. Ah, hier kommen wir auch raus. Gehen wir doch hier raus. Vielleicht sehen wir ja hier noch irgendwas Schönes. Ach ja. Ah, schade, den schönen Wein konnte ich nicht mehr mitnehmen. Oh, okay. Komme ich hier irgendwo raus? Ich hoffe. Ich glaube, wir sollten uns jetzt wirklich aufmachen. Denn letztes Mal stand er auch vor Ablauf der Zeit da in der Tür. Deswegen würde ich sagen, Bruder, jetzt wird mal gerannt hier. Sonst kriegen wir es nicht mehr hin. So. Okay. So. An die Kiste. Und jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Denn jetzt gleich, wenn die Zeit abläuft, dann steht die Polizei hier vor der Tür. Und dann heißt es... Freeze! So. Funhaus. Ach, leider nur ein C. Aber, oh ja, okay. Wir haben noch nicht hier den erforderlichen...
Also wir haben beide Skillpunkte, wir haben zwei Skillpunkte verbleibend. Es fehlt uns zum Level 14 noch ein ganz, ganz kleines bisschen was. Also hier noch ein paar XP. Das heißt, wir müssen, Bruder, wir müssen noch mal los. Aber erstmal verkaufe ich den ganzen Bums hier. Die olle Yamaha, der olle Toaster, der güldene Kelch, den habe ich auch noch im Gepäck. Und das kann ich noch nicht verkaufen, weil das muss ich erst noch entsperren. Aber dazu brauche ich, glaube ich, dieses Hacker-Zeugs. So, dann würde ich sagen, fahren wir noch mal auf Tour. So. Und dann gucken wir mal, was sich noch so machen lässt. Ich hoffe ja, dass wir das Hacker-Fahrzeug noch, dieses Hacker-Werkzeug noch in dieser Folge sehen werden. Denn dafür habe ich ja extra ein bisschen weitergespielt, dass wir das dann noch in der Folge sehen. Wo gehe ich denn heute mal hin? Wir müssen mal ein bisschen auskundschaften. Die Map ist echt klein. Wir haben bald alle Häuser hier ausgeraubt, beziehungsweise waren in allen Häusern mal. Aber die Karre ist Gott sei Dank immer noch nicht verdächtig. Das wär's noch. Das ist alles Schrott. Hier können wir, da ist nix. Können wir nichts holen. Hier war doch irgendwo so ein Haus, oder? Hier. Ah nee, das doch nicht. Was ist da 113, 100? Na, ich park das Ding mal hier. Gucken wir mal, wo war noch ein bisschen. Was haben wir jetzt? 3.56 Uhr. Dann haben wir da ja noch ein bisschen Zeit, ne? Können wir noch mal ein bisschen. Ne? Gehen wir mal hier rein wieder. So. So einfach geht das. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen schleichen. Oh. Da schleicht ein Einbrecher vor der Tür her. Oh, guck ich mal durchs andere Fenster. So, jetzt geh mal weg da. Da hinten hätten wir besser drüber klettern können. Ja, moin. Das war aber mal wieder ein Manöver der besonders dreisten Art hier. So, mal gucken, ob die hier noch irgendwas haben. Komm, jetzt kann ich auch. Oh, Gott sei Dank sind da keine Kinder. Oh, flupp. So kann das manchmal gehen, ne? Um 4 Uhr sollte man aber eigentlich schlafen, ne? Hier noch irgendwas? Nee, ist alles uninteressant. Mal hier durch. Ich meine, hier waren wir auch schon des Öfteren, ne? Ach, die haben sich einen neuen Drucker gekauft. Den nehmen wir doch gleich mit. Haben wir noch den Haustürschlüssel? Ja, ja. Ja, dann nehmen wir doch den Drucker gleich mit. Ja, oh. Jetzt kann ich den Drucker doch nicht nehmen. Oh, 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 oh. Alarm, Alarm. Wir müssen den Exit wählen hier. Da schreien sie. Ja, das war wohl doch nicht ganz die richtige Zeit. Wir sollten da vielleicht nochmal zu einer anderen Zeit vorbeischauen. Jetzt bin ich da ja ohne Waren hergegangen. Oder zurückgekommen. Ja, ob der Dimitri da Spaß versteht. Ansgar, ich brauche Ware. Ich brauche An- und Verkauf. Ankauf, Verkauf. Du weißt, was ich meine. Ich brauche Ware. Fahr doch bitte nochmal los. Okay. Wenn der Dimitri das sagt, dann möchten wir uns natürlich nicht widersetzen und fahren nochmal los. Wir könnten natürlich nochmal hier, aber hier war ich auch schon des Öfteren drin. Aber es gab doch irgendwo noch. War das nicht irgendwo 107, 100 oder. Ja, hier war das. Hier wollte ich hin. Ja. Da warten wir doch mal, bis das Ding hier. Bis sie wieder schlafen. Dann machen wir nochmal einen nächtlichen Einsatz. Ist ja super. So. Mama, wer schläft denn da auf dem Parkplatz die ganze Zeit? Ach, das ist nur der Einbrecher. Den kennen wir hier schon. So, Mahlzeit. Grüß Gott. Die sind beide noch aktiv. Na, vielleicht sollten wir dann doch nochmal kurz ein bisschen schlafen. Ah ne, wir können ja hier einfach. Machen wir so. Gehen wir da nochmal rein. Ich meine, wir haben auch noch Aufträge, aber die sind leider in den blödsten Objekten. Und, also wir können einen nochmal machen, aber der ist wirklich ein bisschen risky. Müssen wir mal gucken, aber den können wir gleich nochmal kurz in Angriff nehmen. Jetzt machen wir erstmal noch was Leichtes. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Grüß Gott, Mahlzeit. Weiter, 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 weiter. Wenn jemand hier um 1.22 Uhr Mahlzeit sagt, dann ist das vielleicht schon verdächtig, ne? Ja.
Jetzt muss ich aber ganz, ganz flott los hier. Das ist mein Lieblingswerkzeug. Das knackt so ein bisschen beträchtlich. Denkt man sich, oh, ist tot ungemach, aber... So. Oh. Leute, die ganzen internetsüchtigen Menschen, die müssen auch von ihrem Leid mal befreit werden. Ab die Post. Ist leider nichts. Och, dreckigen Fünfer hättet ihr doch mal hier drin lassen können. Muss ich euch wieder den Fernseher hier klauen? Es tut mir leid, aber da sind mir die Hände gebunden. Da gerade schon, da wäre wieder die Polizei, weil das hier so geblitzt hat, aber... Weit gefehlt. Mensch, alles leer geklaut hier schon. Ein Meisterdieb muss hier anwesend gewesen sein. Oh, ganze... Tun sie mir fast ein bisschen leid, wenn die Kinder dann morgen nach dem Frühstück fragen, dann muss man sagen, hat der Dieb mitgenommen, die Mikrowelle. Ausgerechnet die Mikrowelle. Ah, das Inventar ist jetzt schon voll. Jetzt können wir nur noch Cash mitnehmen. Ja, was ist das denn da? Eine Maus. Ah! Ah, jetzt muss ich schon wieder rennen. So, jetzt müsste ich aber doch ein bisschen flotter unterwegs sein. Ja, moin. Ich glaube, hier irgendwo war eine... Ja, ja. Ortskundig ist er, der Dieb. Äußerst ortskundig. Mittlerweile bin ich richtig routiniert im Wegfahren. So Leute, die Zeit geht. Ich habe doch keine Zeit, liebe Leute. Ich muss kurz zum Auto zwischenlagern. Ihr habt mir nämlich geschrieben, die Box ist zum Zwischenlagern. Und dann machen wir gleich nochmal den anderen Auftrag. Ah nee, das können wir nur bei Tag machen. Dann bringen wir das Zeugs erstmal weg, was wir jetzt hier geklaut haben. Oder wir können das auch in die Box bringen. Wir bringen das in die Box. Jetzt ist ja natürlich, das ist alles Zeitverlust hier. Dann machen wir gleich nochmal einen richtig dreisten Auftrag. Der kann aber auch in die Hose gehen. Also, ich bin mir da deshalb so sicher, weil wir einmal in der Folge das schon gesehen haben und ich habe es eben offscreen auch nochmal gesehen, dass dieses Haus, sagen wir mal, brenzlig ist, ja? Also, die lassen sich nicht so gern beklauen. Und dann haben wir noch einen Einsatz in einem Haus, das können wir noch gar nicht öffnen, weil das mit so einem elektronischen Zeugs gesichert, das können wir, da haben wir noch nicht das entsprechende Tool für. Das heißt, die Aufträge fallen auch komplett weg. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch einen richtigen Auftrag. Aber ich glaube, wenn wir den gemacht haben, dann werden wir im Level aufsteigen. Deswegen gucken wir mal. So. Haben wir dann. Können wir wieder... Vielleicht geht doch nochmal kurz rein. Besser ist, ne? Besser ist. So, jetzt können wir auch wieder wegfahren, ne? Jetzt haben wir hier ordentlich alle Anwohner aufgeschreckt. Wegen einer Mikrowelle und einem Toaster. Oder nee, Bratpfanne oder was habe ich noch? Ach, ist ja eigentlich auch geil. Grüß dich. So, die haben wir jetzt schon ordentlich beklaut hier. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen hier das Zeugs in der Box verstauen. Ach, eine Hute haben wir noch mitgenommen. Eine Lampe. Eine Teekanne war das. Ah, jetzt ist es voll hier, okay. Wir könnten ja eigentlich noch einen Lockpick wegmachen. Aber das scheint zu groß zu sein. Na gut. Dann schlafen wir einmal. Wir müssen sowieso. Also der Auftrag ist tatsächlich ziemlich asozial. Da müssen wir so nachmittags oder sowas müssen wir das machen. So, denn abends haben die immer die Rollläden runter und da kommen wir nicht rein. Das war, glaube ich, bei der... Ach, wir können das Auto direkt hier stehen lassen. Ich meine, das war hier bei der 102 der Auftrag. Also hier bei der 103 haben wir die Aufträge, die wir im Moment noch nicht schaffen können. Sind da ja hier. Ne? Das geht nicht. Lampe zerstören oder stehen und Spüle zerstören. Dazu brauchen wir dieses Hacking-Tool. Aber hier... Bei der können wir noch Teller zerstören. Das wird aber ein bisschen tricky, weil wir dazu ja in die Küche müssen. Und die sind ja immer zu Hause. Die müssen irgendwie nicht arbeiten. Die wollen auch nicht arbeiten. Ja. Ist natürlich ein bisschen kritisch. Für einen einfachen Mann wie mich. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen sneaky. Ist das hier die Küche? Nee.
Hier bin ich immer so schnell raus wie möglich. Weil die verstehen keinen Spaß. Hier ist nämlich auch ein Typ mit einer Waffe. Hier ist auch so ein Polizist. So, die hocken immer im Wohnzimmer, die komischen. Den ganzen Tag. Da läuft die Glotze schon wieder. Wo ist denn hier, wo ist denn eure Küche, Mensch? Ist hier oben? Das hier sieht mir eher nach einer Garage aus. Ah, Moment. Da ist er ja, der Herr des Hauses. Okay, der scheint ja im Moment ein bisschen... Aber in der Küche ist halt auch gerade jemand. Geht raus aus der Küche, Mensch! Ich glaube... Boah. Die sind immer da. Wie sollen wir das schaffen? Da sitzt es schon wieder. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen auf Risiko. So, jetzt steht die da gerade auf. Das passt mir jetzt nicht so ganz gut. Okay, hier können wir zwar... Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wo die Küche ist. Also hier scheint es ja nicht zu sein. Da ist auf jeden Fall so ein Safe. Aber ich glaube, da müssen wir noch nichts rausholen. Und da liegt ein bisschen Cash. Oh, die Kopfhörer nehmen wir doch auch gleich mit. Oh, oh, oh. Da waren wir schon ein bisschen... Ach! Oh! Ja, moin! Das ist heute wieder ein Einsatz, der besonders asozial... Ach! Ja, wer sagt's denn? Ja, hier. Hat sich schon gelohnt. So einen Schrott brauchen wir nicht. Brauch irgendwas Wertvolles. Habt ihr nicht noch irgendwie eine Kleinigkeit hier für mich übrig gelassen? Ich bin ja ein genügsamer Mann, aber eigentlich will ich sowieso nur in die Küche. Oh ja. Ja, da würde ich aber sagen, das war's wieder komplett. Immerhin habe ich ein bisschen Schmuck mitgenommen. Da können wir den mal wieder ein bisschen sortieren. So, das Auto würde ich aber doch ganz gerne mit... Ah, nee, das würde ich doch nicht ganz gerne mitnehmen. Leute, wir haben... Leute, wir haben, glaube ich, ein Problem. Ich weiß nicht, wo hier... Scheiße, 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 scheiße. Mist, 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 Mist. Fuck, fuck, fuck. Ich glaube, wir sind gerade entkommen. Komme ich da noch hin? Ich glaube schon, ne? Ja, moin. Bruder, muss los. Oh. Oh. Ja, da würde ich sagen, ab nach Hause. Dann zerlegen wir den Bums nämlich. Den ganzen Schmuck. Oh, der Gerissenheitsbonus. Wieder ein bisschen. Level up! Yes! Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Aber wie sollten wir auch diesen Küchenauftrag schaffen? So, jetzt... Jetzt schalte ich, komm. Ich mache jetzt erstmal, wir können den Schmuck immer noch zerlegen in der nächsten Folge. Ich habe alles geschafft, was ich, das habe ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Alles geschafft, was ich in der Folge schaffen wollte. Und jetzt können wir, ach, der Winnie ruft wieder an. Gehen wir doch mal dran. Winnie, grüß dich, altes Haus. It's time to check your hacking skills. Zeit für deine Hacking Skills. Make sure stelle sicher, right, dass du die richtigen Werkzeuge hast. Ja, dann muss ich mal kurz, Bruder, muss shoppen. Muss los. Pickpistole? Ne, Hacking-Werkzeuge brauche ich, ne? Ah, da möchte ich, glaube ich, kaufen. Eine Mikrokamera. Ah. Und das brauche ich noch nicht. Okay, aber da habe ich ja jetzt schon mal ein paar Sachen wieder hier, ne? Schmeckt. So, Hacking-Werkzeuge, benutze dieses Tool, um Sicherheitsvorrichtungen an Geräten zu entfernen. Bevor du sie verkaufst. Ja, das möchte ich ja machen. Muss ich nur gucken. Juwelierwerkstatt. Schlösser. Wo muss ich das denn jetzt hier? Ah, hier ist mein Rucksack. Hier ist mein... Ah, hier ist mein Lager. Okay. Ein paar Dinge lagern.
Aber wo ist hier die Werkstatt fürs Tablet? Ist es hier? Ah ja. Ja, moin. Würde ich sagen, auswählen. Aber was ist das denn jetzt? WTF? Ach so, ah, ich verstehe. Nee. Das ist ja mühsam. Ja, moin. Dümm. Ach, Winnie. Grüß dich. Ibims, eins Profi-Hacker. Good work. Danke, danke. Jo, schick ich dir. Ja, ja, wieso auch einfach. Ich hätte auch per Post senden können, aber wenn du es per Black Bay möchtest, dann machen wir es so. Es ist okay. Electronic. Ah, ja moin. Ach, schon wieder ein Anruf. Mensch, heute aber gut, dass ich mir eine Flat gekauft habe. Wusstest du, dass... Ach, jetzt geht's richtig los, Leute. Wusstest du, dass sie bei Black Bay Autoteile kaufen, aber du musst dich steigern, um etwas zu verkaufen? Sehe ich da etwa einen Skill incoming? was ist denn das? Das hier, ne? Ich hab noch einen Skillpunkt. Leute, läuft. Ach, schon wieder, Mensch. Also jetzt, was ist denn hier? Jetzt geht's ja richtig ab hier. Der Winnie. Winnie, lass mich in Ruhe. Am besten lernt man das aus der Praxis. Ich kenne ein altes Auto, welches du mir mitbringen könntest. Ich kenne da ein altes Auto, das du mir mitbringen könntest. Zur Wartung natürlich. Vor allen Dingen der Ausdruck, dass du mir mitbringen könntest. Ja, ich bin mal kurz shoppen. Ich dachte, hier steht jetzt ein Trainingsauto auf unserem Gelände, aber nein, das muss ich erstmal mitbringen. Das ist ja wieder anders frech hier. So, jetzt muss ich aber, komm, machen wir an der Stelle mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann nehmen wir mal ein hübsches Auto mit. Ich hoffe, das ist eine gute Karre, die wir dann da, ich wollte sagen, kaufen, aber das ist natürlich totaler Quatsch, die wir uns da leihen. Zwinker, zwinker. Gut, aber wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in den nächsten Folgen wieder rein. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.